Zurück zum Abenteuer, liebe Leute. King's Quest ist angesagt. Wir wollten zurück zur Besprechung, wollten wir. Genau. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Ach genau, wir haben ja das Horn. Das heißt, wir können dann rübergehen zu dem... Ach weh, mein Mikrofon ist komplett da hinten. Hoffentlich war das die letzte Aufnahme nicht zu leise. Ich hoffe es. Ich habe mich jetzt erst gemerkt, dass mein Mikrofon komplett sich verschoben hatte. Bei Punch Club, ich hoffe es, klappt noch mit der Lautstärke. Ja, da wollen wir noch anschauen. Ich möchte weiter rechts, bitte. So, ja, wir wollen zur schwebenden Insel. Genau, da wollten wir hin. Jetzt weiß ich wieder. Jetzt habe ich das Mikrofon auch wieder zurechtgerückt. Da wollen wir noch nicht hin. Don't turn, right, bla bla. No Floating Island. Hier ist das Floating Island. Sehr schön. Dann werden wir mal ins Horn blasen. Ha! Ob das Gardist Nummer 1 oder Gardist Nummer 2 ist, aber er starrt mich an. Und fapp! Puh! Ein guter. Guter, genau. Hey, guter. Hey, Bruder, wie geht's dir? Danke dir! Ah, das ist nicht mal Service hier. Was haben wir da hinten? Das will ich wissen. Ah, hier ist noch ein Horn. Interessant. Interessant. Aber andere Farbe. Bedeutet bestimmt jemand anders ist das. Na, ihr? Haha, ich bin auch rübergekommen. Sag dem Gardisten, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Komm. Hallo, bist du bereit? Wie lauten die Regeln? Wie lauten die Regeln? Die Regeln sind einfach, ausnahmsweise. Bleib trocken und du gewinnst. Mhm. Na los. Ich bin bereit. In Ordnung, das Kraftduell kann beginnen. Kraftduell gegen den Dicken da, oh Gott. Schön, dass wir das wie Edelmänner regeln. Die Feder wohl fliegen kann. Ja. Einen Schritt näher. Hab dich, Graham. Ha, danke dir. Okay, wir sind nicht nass geworden. Heißt, wir können weitermachen. Ich hab mich nur gerade, wie wir den besiegen sollen. Eine kleine Glocke. Reifen Whisper. Bringt mir alles nix. Nee. Stechen auch nicht. Wie machen wir das denn dann? Ah. Wie bekommen wir den besiegt? Er hat auf jeden Fall irgendwas hinten gehabt, das habe ich gesehen, aber... Oder ich muss wirklich mehr drücken. Hallo, willst du es nochmal versuchen? Na klar. Na los, ich bin bereit. In Ordnung, das Kraftduell kann beginnen. Komm. Achtung da unten! Wie? Nichts ist erfüllender als Handarbeit. Hä? Achtung! Einhorn gilt es noch zu finden. Was müssen wir das verwenden? Hat ein Geräusch. Ich wollte erst wieder ins Horn blasen, wenn ich das fehlende Mundstück fand. Was können wir da machen? Mir fällt nichts ein, was wir gegen den Typen machen können. Der hat diesen komischen Gummiball da, aber... was soll mir das bringen?
Mal hinten was ich machen. Ich will nicht reden. Und Prinzessin Madeleine auch nicht. Hm. Müssen wir wohl was anderes mal ausprobieren. Da fehlt uns schon mal noch ein Item. Das heißt, wieder runter. Tja, ich habe noch keine Ahnung, wie man das machen soll. Wir sind zwar jetzt drüben. Aha, er muss irgendwie an alle Hörner, also ich muss irgendwie an alle Hörner kommen. Hat sich eigentlich hier was geändert? Das Nest ist auf jeden Fall weg. Sind wir jetzt rütteln? Gar nichts. Trotzdem sehr schöne Aussicht, auf jeden Fall. Hm. Gehen wir mal hier hoch. Gucken, was es hier gibt. Gas. Ah, da war die komische Höhle. Hm. Das Seil mitnehmen? Nein. Wir hüpfen mal rüber. Komm. Hallo. Hopf. Dankeschön. So. Dann sind wir schon mal drüben. Ich habe noch keinen Plastik, wie man das machen soll. Ihr vielleicht eine Idee? Also. Ach, Facebook geht mich auf den Nerven. Was ist denn hier drüben eigentlich? Ah ja, da war ja der komische. Wohl, warte mal. Die haben ja rumgeballert, wie die Bekloppten. Hm. Da gibt's uns nichts, oder was? Was hast du mir dann gebracht hier? Ah. Mist ist das, ey. Das ist echt doof. Ich möchte mich gerne im Part weiterkommen. Aber so natürlich nicht. Also wieder rüber. Gucken, wie mich hier genervt hat. Ah. Eine gute Bekannte. Moment, muss man kurz schreiben. So, dann ist auch erledigt. Tut mir leid, ist ein Auftraggeber, beziehungsweise eine Bekannte, aber sie ist ein Auftraggeber. So. Tja. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, müssen wir wohl oder übel es versuchen, zu dieser Besprechung zu kommen, damit wir das andere Horn auch haben. Und dann kann man dem Horn irgendwas machen. Ich weiß noch nicht, was. Wenn ich übrigens wüsste, wo diese Besprechung ist, würde mir auch sehr stark, sehr viel helfen. Hm. Da sind wir rübergekommen. Moment mal. Gehen wir mal weiter. Und gucken wir mal. Öde. Hä? Was ist denn jetzt gelabert?
Da geht's auf keinen Fall weiter. In dem Gebüsch brauchen wir gar nicht zu suchen. Der hilft uns ja eh. Obwohl, warte mal. Vielleicht kann man den ja locken mit Fleisch. Ah! Igitt! Ha! Komm her, du Schlawiner, du! So! Haben wir schon mal Fortschritt gemacht, seht ihr mal. Okay. Was kann man hier mit den Kürbis machen? Das würde mich mal interessieren. Das sieht nicht müde aus, Opa. Da war keine Glocke nötig. Ich hatte für dieses Auge zu viel. Ein lästiger Dachs. Ah! So, was haben wir den Kürbis? Die Eichhörnchen erinnern sich ganz sicher daran. So, was haben wir im Kürbis? Weiß nicht, wofür wir den Kürbis benötigen jetzt. Rätsel über Rätsel, würde ich mal behaupten. Tja. Mein Kürbis. Gehen wir hier rein. Vielleicht können wir da was mit anfangen. Ich will ja den Kürbis hier haben. Wo ist er? Da. Gar nichts. Es geht nichts über Zuckerguss. Man sieht's. Dass du Zucker liebst. Ah, genau, genau, genau. Vielleicht können wir damit die Lampe reparieren. Sieh an. Ram, der Tapfere, ist hier. Ah, der kleine Junge, der Großes vor. Ja. Glückwunsch zum Einzug in die nächste Turnierrunde. Dankeschön. Unsere Kristallkugel hat uns sein Untierauge gezeigt. Das war wohl nicht die schlaueste Taktik, oder? Wir haben dich vor dem Weg des Mutes gewarnt. Hoffentlich verlässt du dich in Zukunft mehr auf deinen Grips. Wir brauchen nicht noch mehr einfältige Ritter in Dachtree. Jo, ist doch gut. Egal, was die Motive sind, für Geld sind wir gern behilflich. Geschäft ist Geschäft. Chester, reichst du mir bitte das Frosch-Odem-Elixier? Das Frosch-Odem-Elixier? Natürlich. Es ist scheinbar aus. Du hast es wieder ausgetrunken, oder? Aber Muriel, mein Blutzucker. Es ist eben so lecker. Da du deine Finger nicht von unseren Vorräten lassen kannst, muss der Trank jetzt warten, bis der Krämer uns die nächste Lieferung bringt. Den Krämer habe ich aber geholfen sogar. Bring ihn direkt zu mir und ich gebe dir eine Kostprobe. Und dann trinke ich die froschlichen Überreste. Und es wird nicht mehr genascht. Hier müssen wir einen Frosch besorgen. Was wollen wir mit dem Kürbis? Eine glänzende Goldmünze. Und die wundervolle Blauflammlaterne gehört dir. Na gut, komm, wir holen die mal. Die Musterentwicklung war fertig. Kein Gratis-Tunken mehr. Ich wünschte, der Zahnweißtrank hätte funktioniert. Nie wieder Zähne putzen. Das bleibt wohl ein Wunschtraum, mein Schatz. Ja. So, was habe ich in Münze? So. Danke, Herzchen. Und hier ist deine Kürbislaterne samt schimmernder Blauflammkerze. So, was haben wir die Kürbislaterne gemacht? Aber was? Damit kommen wir in die Höhle rein. Sehr schön, haben wir schon wieder einen Fortschritt gemacht. Nice. Wunderbar. Dann gehen wir mal in die Höhle des Löwen oder in den dunklen Wald. Ich glaube, wir müssen in den dunklen Wald eher. Dann gucken wir mal, wo der ist. Der war, glaube ich. Was war der nochmal? Ah ja, genau, wir müssen hier rüber. Müssen nochmal blasen. Okay. Gucken wir mal.
Nochmal Hörnchen. Beeil dich, Gänselein. Olfi muss zurück zur Gildensitzung. Jojojo. Boah, nervt mich das gerade beim Streamen, dass mich einer voll labert hier. Mann. Gut, dann gehen wir mal in den dunklen Wald. Da ist er nämlich. So. Wo ist meine... Da. Hier geht noch nicht. Okay. Im Wald war es viel zu dunkel, um einen weiteren Schritt zu wagen. Gut, dass ich meine Laterne habe. So. Tada. Ist cool, die Laterne. Gefällt mir. So, oh, das ist ein Notizzettel. Das. Was ist das hier? Ein Auftrag für den Brüßler. Coole Sache. Haben wir schon was für einen Brösler gefunden. Mal gucken, wo es hier lang geht. Nee, mit... Na, das ist das Ding mal weg. Dafür haben wir keine Horn da. Oder? Glaube nicht. Ah, nee, eindeutig nicht. Es war nicht das richtige Mundstück für dieses Orden. Mio, ich hab's auch gehört. Lass mich bloß in Ruhe, ey. Oh. Ja, wir haben es geschafft. Wenn ich es schnell hinunterschaffte, würde ich das Losungswort hören. Da müssen wir uns beeilen. Wie verschwindest du eigentlich immer? Olfi hat wichtige Dinge zu erledigen. Sind die Croissants schon eingetroffen? Hopp, 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 hopp. Ich sagte doch, ich habe die Croissants vergessen. Können wir jetzt das Thema wechseln? Leute, ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Man sollte meinen, wer eine so große Kopf hat, hätte nicht nur ein Spatzenhirn. Olfi, du lässt dich zu leicht unterbüttern. So. Leg deine Rechte ein. So, weiter, 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 weiter. Aber Olfi mag Butter. Die ist gut zum Einreiben für die Gelenke. Komm, komm, lauf, 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 lauf. Hör zu, Pilar, ich bin hier auf deiner Seite, aber du musst mir auch entgegenkommen und die Luft überbrücken. Mit welchem Kompromiss können alle leben? No, no, no. Keine Kompromisse. Doch, 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 doch. Diese undankbaren Winzlinge trampeln auf unseren Schultern herum und vergeuden keinen Gedanken daran, wer da unter ihnen ist. Sie steigen die Erfolgsleiter hinauf und vergessen, wer ihnen den Weg geebnet hat. Was haben wir davon? Voilà. Wir Brücken dürfen nicht mehr den Rücken krumm machen. Na, klopf mir mal an. Hallo? Einmal Klopfzeichen, bitte. Keine Ahnung. Wer soll ich das wissen? Ob sie wohl eingeschlafen sind? Egal. Machen wir weiter. Beim nächsten Mal wählen wir einen neuen Vorsitzenden. Hm. Ich habe euch gerne gedient, aber wie ihr wisst, gehe ich nächstes Jahr in Rente. Meine Frau und ich wollen endlich einen Malkurs belegen. Wie süß. Die expressionistische Brücke. Ich nominiere Pilar für den Posten. Aber Pilar, du weißt doch, dass man sich nicht selbst nominieren darf. Möchte sonst jemand unsere resolute Pilar als Vorsitzende nominieren? Nein! Olfi will dich! Vielleicht mit der Glocke? Wer hätte gedacht, dass ein einfacher Brückentroll von einem Kleinstadtflüsschen zum Gilde... Damit kommen wir schon nicht weiter. ...größten Gilde in der mittelwestlichen Hemisphäre aufsteigen würde. Aber es wird Zeit, dass ich mich mehr um meine Familie kümmere. Verschieben wir das Thema auf nächste Woche. Kommen wir zum nächsten Punkt. Sollen wir unser Ziegenkonsum-Embargo aufheben? Naja, dann machen wir am nächsten Mal weiter. Ich habe jetzt keinen Plastik mehr, wie es hier weitergeht. Also Leute, man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis dann, euer Trixi. Ciao.